Ja, also Chris, jetzt haben wir die Hälfte gesehen vom Film. Wie läuft für dich da alles bis jetzt? Super, es sind mega viele Leute gekommen. Alle gute Stimmung, also wirklich gut drauf. Wir haben Kellerbier da, Popcornmaschine, der Grill vom Summit ist da. Super, also es ist wirklich sehr gut. Ist das erstmal für dich, so ein Open-Air-Kino? Ja, es ist das erste Mal, aber ich bin mega beeindruckt, was sie da beigestellt haben. Also für witzig, super, top. Jetzt haben wir die Hälfte vom Film gesehen. Wie gefällt dir bis jetzt? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn noch nie gesehen und ich bin verblüfft. Gefällt mir mega, super Wald, super Wald. Was haltest du generell so vom Anlass, von der Organisation? Hey, ich finde es mega, weil Jung und Alt ist da vereint für witzig und das könnt ihr jetzt öfters machen, wirklich super. Das Bier scheint zu laufen. Wie viel hast du schon verkauft heute Abend? Ja, wir haben schon jetzt den dritten Tank. Also der Film macht lustig. Natürlich das Wetter und die Stimmung, alles perfekt. Und, also wer da nicht dabei ist in Wetzikon, der hat etwas verpasst. Also Marco Lutz, Kino Open Air, ist das dein erste? Das ist unser erstes Kino Open Air, ja. Und wie gefällt es dir bis jetzt? Ich bin begeistert, absolut. Und ich glaube, das ziehen wir weiter nächstes Jahr. Oh nein, etwas, was heute fehlen wäre. Süßigkeiten. Das gibt es leider nicht mehr. Nur Wurst, Pommes und Getränke. Und Süßes hat es leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber ich habe es selber mitgenommen.